Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Tagesorakel am 26. Dezember 2017. Tagesorakel. Was möchte ich damit vermitteln? Der Alltag. Wir haben immer wieder Fragen, Themen, Entscheidungen, was den Alltag betrifft. Es muss nicht immer um schicksalhafte Veränderungen gehen, sondern Fragen wie: Meldet er sich wieder? Liebt er mich noch? Kann ich ihm vertrauen? Ist er treu? Bleibe ich in diesem Arbeitsplatz? Kommt ein Arbeitsvertrag? Werde ich umziehen? Sehe ich meine Freundin in die kommenden Tagen? Soll ich eine Reise buchen? Soll ich diese Ausbildung machen? Bin ich spirituell veranlagt? Werde ich einen kleinen Gewinn haben? Gewinne ich diesen gerichtlichen Prozess? Und. Diese Fragen betrifft den Alltag und es sind auch wichtige Fragen. Und dazu habe ich ein Orakel. Wählt ihr eine Karte aus? Ganz spontan, intuitiv. Und damit üben wir auch die Intuition stärken, weil das ist immer die beste Ratgeber. Und wenn ihr weitere Fragen habt, oder möchtet ihr noch eine Klärung, könnt ihr selbstverständlich auch noch eine Blitzberatung buchen. Das funktioniert per E-Mail, ihr beschreibt eure Lebenssituation, stellt eure Fragen oder habt ihr Entscheidungen und braucht ihr die Unterstützung. Und ich werde diese E-Mails blitzschnell beantworten. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Aber wir betrachten jetzt diese Orakel. Stellt euren Fragen oder habt ihr Entscheidungen, was gerade aktuell ist, also die aktuellen Themen, und wählt eine Karte aus. Bitte nicht die Karte in die Mitte, weil das ist eine zusätzliche Botschaft. Diese Karte oder diese, könnt ihr das wählen oder die unteren, oder gefällt euch das besser, diese Karte, das oder hier oben. Also ganz spontan wählt eine Karte aus. Und ich deute jetzt die Karten und damit bekommt ihr eine Antwort auf eure Fragen. Die erste Karte hier. Hat jemand diese Karte ausgewählt in diesem Orakelspiel? Dann ist es die Antwort auf die Fragen. Und das vermittelt euch, hört auf euren Gefühl, nicht auf die Verstand. Ihr werdet ein verlockendes Angebot bekommen. Eine Einladung oder ein Kompliment oder jemand versucht euch zu verführen oder bekommt ihr ein geschäftliches Angebot. Und die richtige Antwort auf dieses verlockende Angebot, wenn ihr nicht nach Verstand handelt, sondern nach Gefühl. Nach Bauchgefühl, das ist die beste Antwort auf dieses Angebot. Hat jemand diese Karte ausgewählt in diesem Orakel? Dann schauen wir an, was ist die Antwort auf euren Fragen. Es kommt etwas in Bewegung. Vielleicht macht ihr die ersten Schritte.
kann auch bedeuten, dass die Einflüsse von außen kommen. Es bewegt sich etwas in eine bestimmte Richtung, aber ihr weiß noch, wohin das endet. Es muss auch nicht sein, also beschäftigt euch nicht damit, oh, was kommt dann, sondern lasst es einfach fließen. Das ist nicht wichtig, wohin der Weg führt. Wichtig ist momentan, dass etwas in Bewegung kommt. Und zweifelt nicht daran, sondern wagt etwas. Oder wenn die Einflüsse von außen kommen, lasst es einfach fließen. Hat jemand diese Karte gewählt, dann schauen wir an, was für Antwort kommt. Die Kraft. Ihr seid mutig, habt ihr Kraft, ihr bekommt Bestätigung. Es kann natürlich die liebe Partnerschaft betreffend sein, ein Treffen, was sehr leidenschaftlich ist. Kann ein anderes Angebot sein, wo etwas entgegenkommt und das schenkt ihr mehr Kraft und Mut. Weil dann weißt ihr, ja, das war die richtige Entscheidung. Also hier liegt der Erfolg. Hat jemand diese Karte gewählt, dann bekommt die Antwort von mir. Bezüglich auf die Frage kommt eine Herausforderung. Es sind Rivalen da oder Konkurrenten oder Neider und ihr lauft nicht weg, sondern ihr stellt in die Mitte und ihr zeigt auch Kraft und Mut und ihr nimmt diese Herausforderung wahr und ihr werdet euch beweisen. Hat jemand diese Karte gewählt? Dann bekommt die Antwort von mir. Ah ja, es kommt etwas entgegen, ein Trost, eine Umarmung, eine Bestätigung in die Liebe. Kommt ein Treffen, kann auch die Versöhnung sein, kann eine neue Begegnung sein. Aber das ist erfreulich. Das tröstet auch. Wenn das um berufliche Situation geht, kommt auch etwas entgegen, weil dann kommt die Bestätigung. Und das ist ein gutes Gefühl. Wenn das um Finanzen geht, kommt auch etwas im Fluss. Und das ist auch dann auch wieder eine Bestätigung, dass das Geld auf dem Weg ist. Also das ist auch eine sehr positive Karte. Hat jemand diese Karte gewählt, dann bekommt von mir die Antwort. Ah, wunderschön. In die Liebe ist es auch eine sehr schöne Karte, weil das ist die absolute Harmonie. Auch sehr gefühlsvoll. Das ist, dass diese Karte vermittelt, wir gehören zusammen. Es kann die Liebe betreffend sein, dass ihr das Gefühl bekommt, ja, wir gehören zusammen und kommt auch die Bestätigung, die Harmonie. Also es ist die vollkommene Harmonie, fast perfekt. Wenn das um finanzielle Situation kommt, kommt auch in Harmonie. Wenn das um geschäftliche Themen handelt, ist auch der Erfolg. Bei Selbstständigen würde das bedeuten, die Verträge sind da, die Kontakte sind da und das ist auch Erfolg, also auch geschäftlichen Erfolg. Hat jemand diese Karte gewählt hier? Dann schauen wir an die Antwort. Eine wichtige Entscheidung sollt ihr treffen, aber ihr geht ein gewisses Risiko ein. Bei dieser Entscheidung sollt ihr auf den Verstand hören. Bei diesen Karten war genau das Gegenteil. Hier sollte man nach Gefühl handeln. Und bei diesen Entscheidungen sollte man im Verstand handeln. Das heißt, das, was ihr fragt, was ist die Antwort von dem Orakel, ihr trifft diesbezüglich eine wichtige Entscheidung. Jetzt nicht nach Gefühl, sondern nach Verstand trifft die Entscheidung. Hat jemand diese Karte gewählt, dann bekommt mir von der Antwort. Diese Karte vermittelt, ihr sollt etwas abwiegen, vergleichen,
ausgleichen, die innere Ruhe bewahren, das innere Gleichgewicht. Keine schnellen Entscheidungen, sondern noch etwas überprüfen, noch etwas abwiegen. Das kann auch eine gerichtliche Situation sein und da sollt ihr die Ruhe bewahren, weil daran liegt die Kraft. Ausgleichen, vergleichen, Gerechtigkeit, die innere Ruhe, die innere Gleichgewicht und noch etwas überprüfen, ganz, ganz feinfühlig, wie die Apothekenschale, Waageschale, so ganz feinfühlig ausgleichen, vergleichen, ausbalancieren. Und so kommt ihr im Gleichgewicht, so kommt ihr in Harmonie und könnt euren Entscheidungen richtig treffen. Und ich habe noch eine Botschaft und diese Botschaft vermitteln die Süßigkeiten und diese Süßigkeiten nicht nur versüßen unserem Leben, sondern was ist die Botschaft? Lebenslust, Lebensfreude, das ist auch wichtig, das nicht nachverlässigen. Und das war mein Tagesorakel und bis nächstes Mal. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.